In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, was ein Kellerspeicher oder auf Englisch und öfter benutzt ein Stack ist und wie man den implementiert und überhaupt benutzt. Was ist also erstens ein Stack? Warum heißt er auf Deutsch vielleicht Kellerspeicher? Das ist tatsächlich die Art und Weise, wie man Daten vielleicht in einem Keller speichert. Nehmen wir mal an, da sind hier meine Daten, ein paar Klötzchen. Und wenn ich sie in einem Stack speichern möchte, dann stelle ich zuerst den ersten Wert in den Kellerspeicher und einen Stack rein, obendrauf den zweiten Wert, dann den dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten und so weiter. Wenn ich jetzt aus diesem Kellerspeicher oder aus diesem Stack irgendetwas wieder rausnehmen möchte, dann kann ich natürlich jetzt nicht irgendwo in der Mitte da reingreifen, sonst fällt mir das alles zusammen. Ich kann auch nicht das Unterste nehmen, ich muss das Oberste nehmen. Das bezeichnet man in der Informatik auch als die sogenannte First in, Last out Datenstruktur. Das bedeutet, die ersten, die als Erste reingekommen sind, kommen jetzt als Letzte wieder raus. Das ist ganz anders, als wenn Sie zum Beispiel an einer Supermarktkasse stehen. Da sind Sie die Ersten rein, sind auch die Ersten raus oder First in, First out. Damit beschäftigen wir uns aber heute nicht, sondern mit dem First in, Last out. Das heißt, alles, was ich hier oben rauf tue, das Erste, was ich rausnehme, ist eigentlich das Letzte, was ich raufgelegt habe. Wofür wollen wir solche Datenstrukturen eigentlich haben? Das ist unterschiedliche Anwendungen hat es und es ist einfach eine der grundlegendsten Datenstrukturen, die man eigentlich benutzt. So, wenn wir es jetzt implementieren wollen, haben wir natürlich nicht die Möglichkeit, das physikalisch so abzubilden, dass es wirklich unmöglich ist, hier unten irgendetwas rauszunehmen. Das heißt, ich werde das nur simulieren oder so tun, als ob ich es nicht kann und es so implementieren, die Funktion, die ich dafür benutze, dass es letztendlich für den Anwender diese Funktionen genau wie ein Kellerspeicher oder wie ein Stack aussieht. Als allererstes muss ich mir vorstellen, dass ich diesen Kellerspeicher, so wie er ist, ihn erstmal umdrehe und horizontal hinstelle. Ich muss mir dann auch irgendwie definieren, dass das hier irgendwie der Anfang ist. Hier fange ich damit an. Und wenn ich jetzt meine Werte hier reinspeichere, werde ich mir erstens einen Wert reinspeichern, dann den zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten und so weiter. Und ich kann mir auch jederzeit merken, wo ich den letzten gespeichert habe. Das ist auch ein Zeiger, den ich dann später benutzen werde. Im Moment speichere, weil ich werde es vor allem nicht da hinlegen diesen Speicher, wo ich eigentlich den letzten Wert gespeichert habe, sondern da, wo es gerade so frei ist, also auf den nächsten Wert, da, wo ich irgendetwas Neues hinlegen kann. Und hier habe ich mir auf so einer Folie auch diesen Stack hier vorbereitet. In meinem Fall hat er genau 10 Speicherplätze, die prinzipiell auch genau unseren Klötzchen hier vorne entsprechen. Wie programmiere ich jetzt dieses? Erstens gibt es für einen Stack zwei grundlegende Operationen. Auf Englisch heißen sie Push und Pop. Push bedeutet sowas wie reinbringen, speichern oder eben reinschieben in diesen Stack, also irgendetwas Neues irgendwo reinschieben. Und Pop bedeutet so gut wie entfernen, rausnehmen. Und das sind auch die zwei grundlegendsten Operationen, die ich jetzt implementieren muss. Weil es eben grundlegende Operationen sind, werde ich auch zwei vollkommen getrennte Funktionen dafür implementieren. Das heißt, ich habe mir jetzt irgendwo hier auch diesen Stack so definiert, als zum Beispiel ein Array. Das kann man später auch ein bisschen schlauer und dynamischer machen. Heute wissen wir noch nicht, wie das dynamisch geht und wir machen das statisch. Das bedeutet, ich reserviere mir den Platz für den ganzen Stack von vornherein und ich sage, es ist limitiert auf 10 Speicherplätze. Was kann ich jetzt dazu tun? Erstens brauche ich eben diesen Zeiger hier, der mir sagt, wo befinde ich mich gerade in meinem Stack. Das mache ich, indem ich mir eine Variable vom Typen int definiere, und zwar als Zeiger, und ich benenne sie head, für Kopf auf Englisch. Und ich kann sie mir auch jederzeit oder auch sofort auf diesen Stack setzen. Sie erinnern sich von früher, dass der Name von einem Array eigentlich der Zeiger ist auf den allerersten Array, auf den allerersten Elementen von diesem Array. Also dass unser
Kopf zeigt im Moment auf den allerersten Element hier. Das werde ich genau das da. Wir wissen sozusagen, dass im Moment ist unser Kellerspeicher leer, weil der Kopf ganz unten liegt. Ist also absolut leer, da ist nichts mehr. So, wie kann ich jetzt einen Wert hier reinschieben oder sogenannte Push? Ich zeige Ihnen erstmal die einfachste Variante, wie man damit anfängt. Ich definiere mir eine Funktion, die heißt Push. Natürlich als Parameter muss ich hier den Wert weitergeben, den sie eigentlich da überhaupt reinstellen soll. So, ich lasse mich hier ein bisschen Platz frei. Später werden wir sehen, wofür. Was muss ich jetzt tun? Ich muss erstens diesen Wert da reinschreiben. Das ist ziemlich einfach. Ich weiß ja, ich befinde mich genau da, wo ich es reinspeichern muss. Das heißt, ich muss einfach hier Sternchen Head gleich well machen. Was bedeutet das? Der Wert, wohin der Kopf hin zeigt, soll jetzt bitte well werden. Das heißt, hier habe ich mir mein well gespeichert jetzt. So, als nächstes muss ich jetzt meinen Kopf nach oben schieben. Das heißt, ich mache einfach Head plus plus. Von der Zeigerarithmetik kennen Sie bereits auch das, dass dieses plus plus automatisch für den Typen der Variable eigentlich mitarbeitet. Das heißt, ich muss nicht kompliziert sagen, um wie viel Speicherplatz er sich bewegen soll, sondern er weiß ganz genau, aha, das ist von dem Typen int, ich schiebe es genau ein int weiter. Das heißt, das müssen wir jetzt hier wegnehmen und stattdessen haben wir jetzt unseren Kopf, der hier rein zeigt. Wenn ich das zweite Mal diese Funktion jetzt aufrufen würde, dann schiebt sich das immer wieder eins nach eins weiter. Das heißt, in unserem Beispiel hier nehmen wir mal an, das ist der momentane Stand unseres Kellerspeichers, unseres Text. Wenn ich jetzt was Neues reinschreibe, dann schreibe ich es erstmal hier rein und dann schiebe ich den Zeiger 1 noch weiter. Und nächstes Mal weiß ich ganz genau, wo ich eigentlich schreiben soll. Was haben wir jetzt vergessen? Das Problem ist, ich kann jetzt rein theoretisch so viel Werte in meinem Kellerspeicher reinschreiben, wie ich nur möchte. Weil diese Funktion Push, so wie sie im Moment ist, hat nicht die Möglichkeit zu überprüfen, ist vielleicht mein Stack bereits voll? Habe ich überhaupt da noch Speicherplatz? Das sollten wir machen, das sollten wir auf gar keinen Fall vergessen. Hier werde ich es aber als einen kleinen Kommentar nur schreiben, als Fehler abfangen. Und in der Implementierung des kompletten Stacks, das ich auch online für Sie gestellt habe, da können Sie gucken, wie ich es genau tue. Letztendlich muss ich nur überprüfen, ob dieser Zeiger hier von dem Kopf nicht aus meinem Speicherbereich rausgesprungen ist. Und da sehen Sie eben in dem kompletten Code, wie es funktioniert. Jetzt unsere nächste Frage ist, wie nehme ich jetzt wieder irgendeinen Wert wieder heraus? Dafür definiere ich mir eine zweite Funktion, die heißt Pop, damit sie diesen Wert zurückgeben kann auf die gleiche Art und Weise, wie ich es hier hatte, werde ich es mit einem Zeiger machen. Und zwar wieder in dieses Well rein. So, hier lassen wir uns wieder ein bisschen Platz und ich kann ja gleich schon mal verraten, hier muss man die Fehler erstmal abfangen. Gilt genau das Gleiche, gucken Sie sich das online nochmal an. Aber was mache ich jetzt um diese Well? Nehmen wir mal an, das ist genau unsere Situation im Moment hier. Und mein Kopf oder Head zeigt eben genau auf Stack 1. Ich muss aber diesen Wert hier rausgeben. Das bedeutet, ich mache genau das Umgekehrte, was ich im Push gemacht habe. Und zwar genau in der umgekehrten Reihenfolge sogar. Ich werde zuerst Head minus minus sagen und danach den Wert von Value stelle ich auf den Wert von Head. Das ist ein bisschen unterschiedlicher als hier, kommt davon, dass Value jetzt ein Zeiger ist und keine normale Variable wie hier. Also der Unterschied ist, hier ist eine ganz normale Variable und das hier ist eben ein Zeiger. Deswegen kommt auch das hier zustande und hier ist Value ganz normal. Damit habe ich eigentlich auch meine Funktion bereits komplett. Übrigens ist es eine Sache der persönlichen Präferenz, ob man diesen Kopf immer auf die Stelle zeigen lässt, die momentan noch frei ist, oder auf das, was zuletzt gefüllt wurde.
Die Arithmetik hier ist dann ein bisschen anders und Sie ahnen bereits, dass wenn ich es genau umgekehrt mache, also das heißt, mein Zeiger, mein Kopf zeigt dahin, wo mein letzter Wert gespeichert ist und nicht da, wo es schon frei ist, dann werde ich zuerst diesen Head++ machen, kontrollieren, eben ob es nicht rausgesprungen ist aus dem Kellerspeicher und danach diese Wertzuweisung machen. Und hier ist es bei Pop wäre es genau umgekehrt. Das heißt, ich werde zuerst diese Zuweisung machen, weil ich ja schon da stehe, und erst danach den Head hier rausnehmen und eben der Wert ist sozusagen raus. Dabei nimmt man tatsächlich an in diesem Kellerspeicher und dessen Management, dass man die Werte tatsächlich rausnimmt. Also später darf ich sie nicht wieder benutzen. Es gibt spezielle Varianten von einem Stack, die es eben nicht rausnehmen, sondern einfach nur auslesen. Die dürfen dann sich aber nicht Pop nennen, sondern zum Beispiel letzten Wert oder Copy oder irgendwie sowas. Und wie bereits erklärt, online steht zur Verfügung der komplette Code dazu, der im Arduino auch läuft, mit ein paar anderen Beispielen. Ich würde Sie dazu ermutigen, sich damit richtig gründlich zu beschäftigen und jede einzelne Zeile richtig gut verstehen. Kommentare sind auch eine Menge da. Und melden Sie sich im Forum, wenn Sie irgendwelche Probleme haben. Dankeschön.